geschlagene Lederwams. Glück. Glück, was macht Glück nochmal? Das Zielwesen dieses Zaubers hat die nächsten drei Runden ein glückliches Händchen in allem, was es tut. Es bekommt einen Bonus von 5% auf all seine Taten. Das heißt auf alle Rettungswürfe, auf die Trefferchance und auf seine typischen Fähigkeiten. Sollten wir also aufheben, wenn wir mal ein Schloss nicht knacken können. Wendigkeitstrank. Braucht jemand mit Geschicklichkeit, die nicht ganz so toll ist. Also eigentlich er hier. Gegengift. Das wir nicht benutzen sollten, weil es ein kaputtes Gegengift ist. Gut. Was ist los? Wenn es sein muss. So, dieser Tisch scheint für Opferhandlungen benutzt worden zu sein. Ein menschliches Skelett liegt darauf. In dieser Nische steht die steinerne Statue einer in Rum gehüllten Figur. Sie befindet sich in einem erstaunlich guten Zustand, wenn man sie mit dem Rest der Krypta vergleicht. Okay, wir haben eine Falle gefunden. Ja. Und neue Freunde. Helft mir doch, woran ist, wenn es denn ist. Kann ich helfen? Ja? Sofort! Ein Kampfstab. Und ein Kurzschwert und ein Quicksave. Ich höre, wenn es sein muss. Sag, was du fährst, soll geschehen. Ja, sicher. Und brauchst du mich? Bereit für sofort. Was? Ich tu's. Wie kann ich helfen? Sofort. Und auch hier sind Skelette. Ich werde dich töten. Könnt ihr es mal hauen? Ja, danke. Könnt ihr es auch töten? Das wäre sehr freundlich. Danke. Worum handelt es sich? In Ordnung. Langschwert. Noch ein Langschwert. Woran hast du gedacht, wenn es dein Wunsch ist? Dein Befehl? In Ordnung. Ich höre. Ist das alles? Oh, ein Aasfresser. Was macht ein Aasfresser hier? Also ein Aaskriecher. Ja. Auf mit dem Krieg! Einverstanden. Nicht, dass ich mich beschweren würde. Der gibt eine schöne Erfahrung. Brauchst du mich? Aber trotzdem ist das nicht unbedingt etwas, was ich gerne sehe. Sag, was du... Es soll geschehen. Was? Mit Vergnügen. Kommen jetzt gleich die nächsten Skelette. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Auf in den Sieg! Ja, gern geschehen. Bereit sind. Schau mir ruhig zu. Aber so wie es aussieht, war das... Dein Befehl gewiss. Was ist los? In Ordnung. Eine meisterhafte Langschwert, das einzige meisterhafte Langschwert. Diese Öffnung ist mit den Knochen von Toten vollgestopft. Es scheinen Menschenknochen zu sein. Ja, das sind sie alle hier. Ja, gewiss. Woran hast du gedacht? Weit hoch geht's nicht mehr. Sag, was du von mir willst. Nervige Gegner kriegen wir trotzdem noch vor die Nase. Worum handelt es sich? Wird erledigt. So, es ist ja auch voll. Ich höre. Ist das alles? Gut, eine Falle gefunden.
wie kann ich helfen? Ich schlag dich in Stücke. Weiter! Jetzt darf sie ein bisschen was schleppen. Brauchst du mich? Was, wenn es dein Wunsch ist? Mal ein Quicksave machen. Dein Befehl? Euer Leben ist verwirrt! Wie lautet deine Aufgabe? Sofort. So. Was ist los? Ist das alles? Diese Nische ist im Gegensatz zu den anderen der Krypta leer. Nichts deutet darauf hin, dass sich dort jemals etwas befand. Kurzbogen, stinkende Wolke und 5 Pfeile. Also nicht so wirklich tolles. Ja. Es soll geschehen. Das heißt, da hier so schön ein Feuer brennt. Jetzt versammeln wir uns mal um das Feuer und rasten hier. Ja, das hat sogar geklappt. Gut. Das heißt, wir können weiter durch das Tal der Schatten ziehen. Weiter! Jetzt, wo wir wieder etwas fitter sind. Ja, hier ist noch eine Krypta. Hier geht's hoch und hier ist ein Weg. Hier waren wir und hier waren wir. Hier ist begehbar, hier ist begehbar. Das heißt, wir gehen jetzt mal da oben lang. Oh, Yeti. Auf in den Schnell an die Klinge! Sag, was du von mir willst. Jetzt können wir uns mittlerweile... Wie kann ich gewiss? ...noch etwas besser heilen. Stirn. Ich schlag dich in Stücke. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Euer Ende ist nah! Kann sein, dass ich zwischendurch mal nach Mulda zurückgehe? Ja, es soll geschehen! Sobald ich das Erbstück gefunden habe. Ich werde tun, was ich kann. So, ein Level-Up für unsere Schurkin. Also für unsere Diebin. Waffenfertigkeit. Fähigkeitspunkte. Trefferpunkte. Geben wir mal noch den Kurzbogen. Nein, das geht jetzt alles erstmal in Illusion erkennen. Weil ich weiß, es gibt viele Illusionen hier in dem Spiel, oder einige wenigstens. Die Seite Statue stellt eine sitzende Figur in einer Robe dar, deren Kopf zum Gebet gefestigt ist. Nein,
Seid her, wenn ihr euch traut! Hey, endlich mal Atari und eine Stufenerhöhung. So, Tarion, Stufenerhöhung. Ergebnis des Aufstiegs. Zusätzliche Zauberfähigkeit, Zauber des ersten Grades. Zusätzliche Trefferpunkte, ja. Und wir dürfen einen neuen Zauber aussuchen. Ja, den kennen wir bereits. Gespiegeltes Ebenbild. Nicht so wirklich. Vertrauten finden. Bis zu 2-3 Punkte. Oh ja, das ist böse mit dir. Er verliert einen permanenten Konstitutionspunkt. Also zieht sich die Trefferpunkte wieder auf. Ja, würde ich nicht so unbedingt nehmen. Spuk. Sprühende Farben, Schockgriff, also es sind einiges an Zauber. Freundschaft, Farbkugel, Entzug von Lebenskraft finde ich eigentlich auch nie schlecht. Brennende Hände. Kalte Hand. Keine Wirkung. Auf einmal dieses Haus wird das ganze blauen Licht umgeben. Diese Energie greift die Lebenskraft jedes Anwesens an, dass der Magier durch einen Nahkampfantreffer erfolgreich berührt. Nee. Rüstung. Ja, das wäre was. Also Rüstungszauber. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Rüstung auf 4 und gegen Geschosse. Dann lernen wir den. So. Dann kann er zum Notschild zaubern. Wie kann es soll geschehen? Oh, noch mehr Yetis. Ich mach's so schmerzlos wie möglich. Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Kann ich helfen? Ihr die Holmkrähe ist vielleicht etwas stärker. Ja, das sehr war der die Holmkrähe. Dein Befehl in Ordnung. Okay, ist praktisch schon mal, dass wir einen Kurzbogen gefunden haben. Kannst du den bitte identifizieren? Ja, Kurzbogen plus 1. Ach ja, die zwei Fächer sind mehr oder weniger ausgegraut. Vielleicht schule ich sie doch auf Kurzbogen um. Ja, in Ordnung. So, wir haben das Erbstück. Das kannst du auch tragen. Ach, und den Schlüssel auch.
Und wir haben noch mehr angepisste Yetis. Ich bin hier.